Genau. Hä? Habe ich meinen letzten Ofen nett gemacht oder was? Hä? Hauptsache, wir kommen jetzt nochmal ein Erfolgnis dafür, heiße Angelegenheit. Eine ganz heiße Angelegenheit, diese Sache hier. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft City War Nations. Und heute mal alleine. Ja, wir haben jetzt heute Donnerstag, wenn die Folge rechtzeitig kommt. Und ich habe mir gedacht, weil am Freitag, sehr wahrscheinlich ist am Freitag, wenn wir es so machen wie geplant, endet nämlich der Frieden und am Wochenende wird es die ersten Kämpfe geben, wenn es so kommt. Wenn nicht, ist es dann erst ab Montag, je nachdem. Und wie ihr seht, wir haben halt noch gar nichts gemacht. Das ist alles so ein bisschen vom Zeitplan hinterher, weil ich habe gar nicht dran gedacht, dass ich schon die ersten Folgen aufgenommen habe, so dass es dann schon gleich losgeht. Und ich guck grad mal. Ich ziehe mir meine. Oh, jetzt habe ich schon bessere Rüstung an. Das wäre ein bisschen sinnlos. Oh, wir. Ja, ach genau, ein Bett haben wir. Das hat uns der Chris nämlich in die Konfi geschrieben. Der hat uns ein Bett gegeben, dass wir schlafen können. Richtig lieb. So. Also wir haben ein Bett. Ich platziere es jetzt erstmal hier hin. Und sonst gucke ich mal, wo ich das noch hinmache. Eisen haben wir noch richtig viel Kohle auch. Wir sollten auf der einen Seite Diamanten uns suchen. Auf der anderen Seite sollten wir uns die Mauer bauen. Es gibt eigentlich sehr viel, was wir machen sollten. Aber was wir letztendlich können und machen, ist jetzt die andere Frage. Ich habe jetzt so gedacht, so 20, 25 Minuten werde ich die Folge machen. Kohle kann ich mal unten reintun. Ja, viel Stein habe ich nicht. Also ich muss das Strip-Mine gehen. Das ist das Sinnvollste, was ich machen kann eigentlich. Einfach aus dem Grund, da kriege ich Stein und ich kann an Diamanten rankommen. Deswegen denke ich mal, dass wir heute das Strip-Mine gehen. Mal gucken, wir nehmen mal ein paar Fackeln. Ja, doch. So, die vier Kohle tun wir unten rein. Und sonst brauchen wir, denke ich, jetzt erstmal nichts, oder? Ich mache mir, denke ich, mal noch mal Werkzeug. Doch, das mache ich mir noch. Und sonst reicht das erstmal. Okay, ich bin so gespannt, ne? Wenn es dann losgeht mit den ersten PvP-Kämpfen. Das wird cool. Da freue ich mich richtig drauf. Aber ich habe schon gehört, dass die anderen viel besser ausgerüstet, was heißt viel besser, sie haben halt schon Diamanten gefunden. Natürlich auch so gesagt, ja, wir haben auch schon Diamanten, ne? Und also, dass hier halt nicht, also dass sie nicht gleich denken, ja komm, die sind noch nicht so gut ausgerüstet, aber sie werden dann spätestens, wenn sie Donnerstag die Folge sehen und wir Freitag aufnehmen, dann Bescheid wissen. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass ich in dieser Folge Diamanten finde. Wenigstens 2 Stück. Das ist am coolsten wäre 10 Stück wäre am coolsten. Einfach aus dem Grund, dass ich mir dann einen Brustharnisch machen könnte und ein Diaschwert. Das wäre halt ideal. So, und da unten geht's schon runter. Hat schon jemand. Er hat nur so runtergegraben, okay. Ich guck mal gerade, ob wir da irgendwo an eine tiefere Stelle kommen. Von der Höhle aus. Und dass wir uns da dann so ein Stück runtergraben. Was ist das denn hier? Oh, eine Schlucht. Hier war auch schon jemand gewesen mit der Fackel. Okay, dann würde ich sagen, brauchen wir da erstmal nicht hinzugehen. Und ich habe schon wieder den Shader vergessen. Tut mir leid, Leute. Ach, wenn man nicht an alles denkt, ne? Schlimm, schlimm. Hier geht es auch nur wieder nach hoch. Ja gut, dann gehe ich jetzt mal unten in dieses Loch reingehen, wo schon diese Leiter runterführt. Vielleicht hat auch jemand schon geplant gehabt, da sich runterzugraben, dann war die Folge vorbei. Hoppala. wenn das so ist, tut mir es leid. Aber wenn es endlich machen, arbeiten wir eh alle zusammen, von daher passt das schon. Obwohl, hier. Ach ja. Es geht hier schon runter. Okay. Dann würde ich jetzt mal weiterführen von dem hier, der das hier gemacht hat. Da hat keiner was dagegen. Und vor allem Strip Mining kann man sowieso ins Unendliche betreiben eigentlich. So, dann kamen wir uns einfach mal ein bisschen hier runter und werden dann nach 5 Minuten unten angekommen sein. Ich hoffe es einfach. Wenn nicht, werde ich dann. Ja, Moment mal, ich überlege gerade. Wir können ja dann ab Freitag, wenn ich jetzt noch eine Folge dann machen würde, rein theoretisch, hätte ich schon für Freitag die Folge und würde dann Samstag und Sonntag aufnehmen. Das ist natürlich. Nö, da grabe ich noch. Was natürlich auch gehen würde. Oh, das ist mir so. Das finde ich immer so ärgerlich mit dem Krabbel. Ich mache jetzt mal hier andersrum. Ich gehe jetzt so runter. Kohle kann ich eigentlich auch mitnehmen, wegen Level und allgemein Kohle kann ich immer gut gebrauchen. Dann könnte ich. Ich könnte eigentlich noch eine im Nachhinein aufnehmen und dann quasi für Samstag und Sonntag dann die Folgen quasi an demselben Tag aufnehmen. Was aber ein bisschen knapp werden könnte. Deswegen überlege ich gerade, was schlauer ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich guck mal jetzt erstmal und vielleicht haben wir Glück und finden Diamanten. So. Ich weiß auch nicht, ob jetzt schon andere aus meiner Stadt
Diamanten gefunden haben, weil die haben gestern, haben die auch alle, also fast alle, im Laufe des Tages und gestern alleine Folge aufgenommen. Und mal gucken. So. Ich glaube, so weit haben wir es gar nicht mehr bis ganz nach unten. Von daher, ich höre die ganze Zeit Zombies. Also irgendwie könnte auch hier eine Höhle in der Nähe sein. Aber eine Höhle habe ich eigentlich gar keine Lust zu, weil das bringt einfach gar nichts. Beim Stückmine ist eine Höhle eher nicht so gut. Aber das wisst ihr ja alles. So, Gravel können wir bestimmt auch später gebrauchen, aber nur fürs Optische. Für irgendwelche Wege oder sowas. Aber ich hätte schon viel lieber weiter bei irgendwelchen Burgmauern. Hätte ich schon viel lieber, weil wir sind eigentlich, ja, wenn nicht sogar die Stadt, die momentan am anfälligsten ist für Überraschungsangriffe. Von daher ist es wohl, wir können ja auf die Bäume gehen, klar, aber wenn wir auf den Bäumen sind, sind wir auch momentan noch zumindest auf den Bäumen gefangen, weil wir wieder irgendwelche Hängebrücken haben, noch irgendwas anderes. Wir müssen echt aufpassen. Aber gucken, vielleicht greifen die anderen ganz an und haben auch mehr Angst, dass sie angegriffen werden. Mal schauen. Und hier ist Lava, okay. Wir sollten jetzt ziemlich weit unten sein. Ja, okay. Das passt auf jeden Fall. Wir gehen mal auf die Höhe. Und dann würde ich sagen, graben wir uns mal in die Richtung. Weil ich jetzt gesehen habe, dass da Lava ist. So. Fangen wir mal an. Vielleicht haben wir direkt Glück. Man weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall cool. So. Ja, an sich wäre es immer gut, wenn man dann noch jemanden hat, mit dem man noch sprechen kann, ne? Weil Strip Mining ist ja, wie ihr wisst, das Interessanteste, was es gibt. Momentan läuft ja auch noch das andere YouTuber-Projekt Varo. Und da werdet ihr wahrscheinlich das Ähnliche sehen, weil die jetzt alle da für ihre ganzen Schwerter farmen. Und machen da auch nichts anderes. Aber das gehört dazu, besonders bei so PvP-Projekten oder, ja, wir sind ja kein PvP-Projekt an sich jetzt hier, City War, aber ist halt auch mit dabei und wir wollen das natürlich dann, wenn die Friedensphase vorbei ist, keiner will da irgendwie schwach dastehen. Ist ja klar. Ich lasse jetzt erstmal die Kohle zurück. Die Kohle kann ich immer noch abbauen, wenn ich mal Zeit habe und keine Diamanten suche. Und daher grabe ich jetzt erstmal so einen großen Gang und daraus werde ich dann diesen Strip-Mine-Gang machen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum ich jetzt so lange hier entlang grabe. Ich lege jetzt mal noch 10 Blöcke. So circa machen und dann werde ich mal anfangen mit diesen Wegen. Weil die Wahrscheinlichkeit ist, wenn ich mich jetzt so weiter grabe, irgendwann mal einen Diamant zu finden. Doch relativ gering, ne? Okay, dann ist ein Zeichen. Hier machen wir mal die Schluss. Machen wir die Grenze mal hin. Können das auch offen lassen, dann haben wir hier Licht. So, dann machen wir hier hin. Ne, Quatsch. Hier hin. Schauen wir die ersten Wege. So, dahin und dahin. Gut, dann fangen wir an. Ich würde auch sagen, so circa 10 Blöcke immer, das reicht eigentlich fürs Strip Mine. Ich denke immer so, ach komm, noch ein Block, ach komm, noch ein Block. Vielleicht ist da jetzt ein Diamant. Vielleicht. Und diese Shader sind echt die besten, ne? So unterirdisch sind die nicht so gut. Gut, immerhin Kohle. Aber ich will keine Kohle, ich will Diamanten. Nur das. Was war das denn jetzt? Nur das zählt. Und in den anderen Gang. Okay, also Kohle, wir wissen jetzt schon mal zumindest, wo wir welche finden. Okay, da geht es schon mal nicht lang. Aber Lava können wir jetzt auch schon mal. Hä, habe ich jetzt wirklich hier? Blöd. Wir sind zumindest schon mal, wo es Lava gibt. Aber Lava bringt es auch nur relativ wenig, wenn wir dann im PvP kämpfen, dürfen wir eh nicht in der Stadt sitzen. Weil wir damit ja Sachen kaputt machen könnten, aber. Na gut. Was sonst? So, also ich verspreche euch auch, ich werde sowas nicht so oft machen, hier so Strip Mining, weil es halt wirklich nicht das Interessanteste ist. Aber es muss einfach sein, ich hoffe einfach, dass wir Diamanten finden. Also wenn ich in dieser Folge Diamanten finde, dann habe ich mein Ziel der Folge erreicht. Aber wenn ich mir das gerade so angucke, ich glaube nicht wirklich dran. Aber es ist einfach nicht mal irgendwas anderes, es kommt einfach nur Stein. Richtig gut. Steine kann ja jeder haben, ne? Also. Na gut. So. Schon. Kohle. Wow. Hey, ich habe Kohle gefunden. Ich glaube, das ist dieselbe Kohle wie auf der anderen Seite. Oder? Ja. Super. Ich habe jetzt hier gerade noch die Kohle weiter und dann gehe ich in den nächsten Gang.
Vielleicht haben wir noch Glück. Komm, noch zwei Blöcke. Okay, dann nicht. Dann halt nicht. So. Da. Okay, dann hier. Hier sind es definitiv Diamanten. Definitiv. Doch, komm, ihr wisst doch ganz genau, dass hier jetzt Diamanten sind. Pass auf, die kommen jetzt in 3, 2. Okay, es kommt Redstone. Dann halt nicht. Also meine X-Ray-Version ist auch schon veraltet, ne? Also jetzt kriege ich schon Diamanten als Redstone angezeigt. Also, das war auch früher besser gewesen. Ich überlege gerade, ob wir dann irgendwann auch Redstone benutzen. Vielleicht für irgendwelche Fallen oder irgendwelche anderen Sachen. Keine Ahnung. Deswegen nimm es einfach mit und es bringt immer gute Erfahrung. Und über einem dann Lava. Oh, Eisen. Mal was anderes gefunden. Yay. Krass. Habe ich jetzt gewünscht. Guck mal, warum kann dann nicht statt Eisen hinter Redstone, hinter Redstone Eisen, kann dann einfach hinter Redstone Diamant sein? Warum? Sind so viel verlangt, Diamanten zu finden. Wenn ich schon höre, dass manche da schon, wie viel ich, 11, 12, 13 Dias gefunden haben, schon nach der dritten Folge, dann ist das nicht so gut bei uns gerade. Okay, komm, hier hinter dem Eisen sitzt Dias, komm. Irgendwo. Aber wir können uns krasse Eisensachen machen schon mal. Also so viel Eisen, wie ich habe. Ich hätte mir, denke ich, mal einen Amboss machen. Auch irgendwie in die Stadt mitzustellen, da wollten wir auch noch viel bauen. Wir könnten ja auch auf ein scharfes Eisenschwert gehen, das könnten wir genauso gut machen. Und dann mit ganz viel Sharpness 1, Sharpness 1 Eisenschwerter, die zusammen machen und dann da ein heftiges Schwert haben. Aber es ist cool zu werden, wenn wir das mit dem Diamantschwert hinbekommen, ne? Das wäre halt am besten. So. Oh Mann. Voller Lag. Egal. Ich wollte den gerade aus Schwester mitnehmen. Also irgendwie hatte ich gerade voll den Lenk gehabt. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, das war kurz Standbild. Keine Ahnung, was das soll. Hat das irgendwie was mit dem Shader zu tun jetzt irgendwie? Hä? Hey, ich habe ja nicht mal die Animation hier an. What the fuck? Okay. Tut mir leid, also wenn das jetzt am Anfang noch... Ich muss noch gucken, dass ich irgendwie einen anderen Shader mir mitnehme. Weil diese Frame-Push, die nerven mich dann schon. Also die, das meine ich, wo ich schon gesprochen habe, dass die eventuell im PvP halt dann irgendwie schlecht sein könnten. Und es ist so viel Kohle und Eisen, aber kein Dia. Manu. Ja und da hinter der Erde so. Nö, warum auch? Warum auch? Ach, Marco, als wenn ich Dias finde. So, wo kreise ich mich jetzt? Ja, gerade hier dann. Und hier dann. Oh, Eisen. Oh. Eisen. Haben wir ja noch nicht. So, warte, da gehe ich dann später lang. Erstmal die Reihenfolge dann hier. Dann habe ich dann eigentlich hier den Gang gemacht. Okay, auch so circa, was wird das sein? 20 Blöcke. Dass wir die ungefähr gleich halten. Dass einfach hier so ein bisschen eine Einheit reinbekommen. Boah, 21 Level. Also ich muss eigentlich so schon die ganzen Sachen mitnehmen. Einfach aus dem Grund, dass ich dann gleich viel verzaubern kann. Wenn wir keine Dias finden, dann mache ich es einfach mit dem Eisen. Ja! Dias! Nice, okay. Vergiss das mit dem Eisenschwert. Okay, 1, 2. Oh, das scheint viel zu sein. 3. Oh, geil. 4, 5. Und 6. 6 Diamanten. Guck mal, ob hier noch irgendwas... Ach nee, guck mal. Genau, guck mal, wie knapp. Gerade ein Stein dazwischen, ne? Krass. Okay, cool. 6 Diamanten. Damit wird mein Ziel auf jeden Fall erreicht, oder? Damit könnten wir uns rein theoretisch 3 Dierschwerter machen. Oder eine Pickaxe, 2 Dierschwerter, einen Diamant noch aufheben. Ein Dierschwert, eine Pickaxe und einen Diamant aufheben. Gucke ich dann noch. Ich nehme jetzt mal wirklich Kies, weil Kies werden wir eher erst höchstens später brauchen. Ich brauche für eh alles an Stein jetzt, dass wir erstmal für die Burg. Für die Burgmauern. Oh geil, Dias gefunden. Okay. Also, immerhin habe ich jetzt das erreicht, was ich erreichen wollte. Das ist richtig cool. So. Dann könnten wir rein theoretisch... Oh, ich bin so blöd, ne? Wenn jetzt hier unten drunter Lava gewesen wäre. Wäre ich selbst schuld gewesen, aber... Oh, ich habe gerade dran gedacht, so... Plupp und in Lava fallen, das wäre so ärgerlich gewesen. So 6 Dias gefunden und dann zack, weg. Das wäre blöd gewesen. So, aber dieses Typ, man, das... Es bringt doch was, oder? Das ist wirklich die effektivste Methode, um an Diamanten zu kommen. So, und wir gehen jetzt hier erstmal raus. Wir gehen jetzt hier erstmal raus, wenn ich wüsste wo. Ich glaube hier lang.
kann das sein? Ja. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal raus. Denn die Folge geht auch schon wieder 10, 15 Minuten auf jeden Fall. So, auch richtig cool, dass ich Diamanten gefunden habe. Richtig cool. Dann werde ich ein bisschen noch weiter bauen. Ich denke mal, wenn die Folge jetzt ein bisschen länger wird, dann werde ich die Folge dann am Sonntag kürzer machen. Kein Problem. Kann übrigens sein, falls ich mal wirklich überziehen sollte, ich weiß nicht, ob es gerade der Fall ist, ich hoffe nicht, also mit dem, was ich noch vorhabe, dann kann es sein, dass dann zum Beispiel an einem Sonntag dann mal eine Folge ausfällt. Aber wie gesagt, ich versuche übrigens City War, das bis jetzt hat es geklappt, jeden Tag zu bringen, aber wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn es nicht klappt, also ich versuche es. Es kommt so oft, wie es möglich ist, also versucht euch da jetzt nicht drauf zu beschränken, dass es wirklich jeden Tag kommt. Wäre halt so meine Wunschvorstellung. Aber wenn es mal einen Tag nicht kommt, dann seid nicht böse. Ich habe auch so viel andere Sachen momentan zu tun. Aber ich hoffe jetzt einfach, dass es so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, dann hier gleich Eisenerz reinmachen und Kohle noch ein bisschen. So. Richtig, richtig cool. Den Amboss können wir dann auch bald machen. Ich überlege gerade. Karzenhutsbretter. Wenn es noch einen Ofen hier machen, würde ich sagen, dass wir dann ein bisschen vorankommen in der nächsten Folge. Genau. Hä? Habe ich meinen letzten Ofen nett gemacht, oder was? Hä? Hauptsache, wir kommen jetzt nochmal ein Erfolgnis dafür, heiße Angelegenheit. Eine ganz heiße Angelegenheit, diese Sache hier. Mit den Öfen. Richtig heiß. Okay, lassen wir das. So, das auch noch da rein. Und dann läuft das Ganze hier. Guck mal, genau, jetzt bekomme ich auch noch Erfahrung hier, Schmiedekunst. Habe ich ja vorher auch nicht gemacht. Egal. Was soll's. Oder muss man dafür mehrere machen? Erfolge. Schmiedekunst. Ja, habe ich ja vorher nicht gemacht, ne? Nein. So, die Dias, die lasse ich bei mir erstmal im Inventar. Ich meine, ich werde mir ein Diaschwert machen, das ist das Sinnvollste, was ich denke, ich jetzt machen kann. Ich werde mir jetzt drei Diaschwert, ne, erstmal zwei machen. Zwei lohnt sich auf jeden Fall, die werde ich dann zu Sharpness 2 Diaschwert machen, mit Büchern. Das wäre eigentlich das Schlauste, was ich machen kann, würde ich sagen. So. Okay, ich guck mal gerade, wie es die anderen gemacht haben. Mir fällt auch auf, ich habe das relativ hoch hier angesetzt schon, diese Plattform. Die anderen sind ein bisschen niedriger damit, das sollte ich vielleicht auch machen, weil wir ja quasi auf dieser Höhe dann so eine also Hängebrücke geplant hatten. Deswegen werde ich jetzt mal... Will ich es in eine Etage tiefer machen? Ja. Ich werde das Ganze hier nochmal abreißen. Abreißen, mhm. Vielleicht noch komischer. Und einfach ein bisschen tiefer stellen, dass es gescheit aussieht. So. Sollte auch kein Problem sein, höchstens mit der Kiste. Aber was ist schon für ein Problem? Eigentlich gar keins. So. Ich bin wirklich richtig glücklich einfach, dass ich es geschafft habe. Also mein Ziel quasi erreicht habe, was ich erreichen wollte. So, und habe auch soweit alles aufgesammelt. Das kann weg. Und das kann weg. So. Und mein Eisen könnte ich noch mitnehmen. Dann kann ich mal die Dias wegschmeißen, oder? Okay, und das Spinnenauge brauche ich jetzt auch erstmal auch nicht. So, reißen wir ab und dann machen wir das noch ganz schnell eine Etage runter und dann beenden wir die Folge. Mit gutem Gewissen, dass wir Dias gefunden haben. Und, oder? Oh, ich habe gerade gedacht, den Sprung verkacke ich. So, die Spinne wartet schon da auf uns. So, ich würde mal sagen, das reicht von der Höhe, dass wir runtergehen, oder? Oder gehen wir noch eins? Wir gehen noch eins runter. So. Dann gehen wir nochmal hier runter. Ups. Und platzieren mal unsere Kiste nochmal. Zumindest eine einfach so kurz. So, einfach ein bisschen was reingelegt. Okay, dann ein bisschen von dem Bretter noch. So, okay, cool. Das müssen wir auch noch auffüllen, fällt mir gerade auf. Das Holz. Ah, reicht sogar. Drei oder zwei? Erstmal zwei. So, da, zack. Verkürzen wir es einfach mal ein bisschen. Diese Spinne ist eigentlich friedlich, aber komm. Mir wird bei diesem Shader kein Schaden angezeigt, also kein Spinnenschaden angezeigt. Voll komisch. Alle anderen Mobs leuchten rot auf. Nur irgendwie der hier nicht. Der geht ganz rum, der Thilo. Okay. Ne, Thilo wohnt da gar nicht, oder? Ist das Chris oder Thilo? Ich weiß es gerade gar nicht. Egal. Wir bauen uns einfach dann auch einmal außenrum. Das ist eigentlich am schlauesten, was wir machen können, da wir das ja sowieso als Art Wachtürme benutzen wollten. So.
Okay, auf jeden Fall, diese Folge war jetzt mal sehr produktiv gewesen, also muss man doch sagen. Haben wir einiges, also habe ich mehr erreicht als in den ersten, Alter, in den ersten 3 Folgen. Auf jeden Fall. So. Gut. Und dann eigentlich können wir es gleich nochmal eins breiter machen, dann sieht es auch gar nicht so schlimm aus. Die Spinne ist gerade allen Ernstes an Fallschaden gestorben. Ehrlich jetzt. Okay. Warum nicht? Und ich mache das auch mal so, das sieht dann besser aus. Wenn wir diese Kanten da weglassen. Und das noch so machen. So. Dann sieht das nämlich auch einigermaßen gut aus. So. Und dann habe ich kein Holz mehr. Ich springe mal kurz hier runter und sammle das ein bisschen hier auf, was wir da abgebaut haben. So, auf jeden Fall, dann kann ich zumindest sagen, mit besserem Gewissen, dass dann bald hier PvP an ist. Wir werden auch, würde ich sagen, also das werde ich übrigens als erstes machen, da könnt ihr euch... Das verrate ich jetzt nicht, weil sonst machen es vielleicht andere. Okay, ich habe auf jeden Fall schon einen Plan, was ich machen werde, sobald PvP freigeschalten ist. Da habe ich sofort einen Plan, was ich machen werde. Und das wird uns dann auch eventuell auch bessere Siegeschancen bringen beim ersten Kampf gegen den ersten Gegner. Aber was das sein wird, seid mal überrascht. Seid überrascht, ja, ganz überrascht. Hui. Dann lasst euch überraschen. So, ein paar Sticks. Dann verschwende ich mal meine Diamanten. Das heißt verschwenden. So, und jetzt haben wir hier unser erstes Dierschwert und unser zweites Dierschwert. Das werde ich dann den Amboss zusammen machen. Dafür haben wir genug Eisen, würde ich sagen. Was hier noch irgendwo rumschmilzt. Hier, 12 Eisen nochmal. 29 Eisen, 41. Okay. So, ich würde noch was anderes machen. Genau, diese Bretter hier. Und noch ein bisschen platzieren. Das sieht so cool aus hier, oder? Ich kann mal die Kraft, warum die auch immer so niedrig ist. Naja, ich werde das, also muss da noch ein bisschen gucken, wie ich das mache mit den ganzen Einstellungen hier. Und PvP werde ich dann sowieso wahrscheinlich den Shader ausmachen, während ich dann im PvP kämpfen bin. Habt ihr gesehen, warum gerade eben war ja dieses kurze Standbild, wenn überhaupt. Ich weiß es nicht, wie das jetzt auf der Aufnahme aussieht. Das sieht nämlich manchmal in Aufnahmen ganz anders aus, wie es eigentlich in Wirklichkeit passiert ist quasi. Es wundert mich dann immer, dass das ganz anders angezeigt wird. So. Oder habe ich es ja auch so gemacht? Ja, ne? Ja. Symmetrie in Minecraft, das ist auch so eine Kunst für sich. So. Dann hier weiter. Zack. Und ihr könnt übrigens auch sagen, das würde mich interessieren, wie ihr das findet. Ich habe jetzt für CityVo Extra so ein kleines Mini-Outro gemacht, wo ihr jedes Mal eine andere Musik kommt in diesem Outro, wo ihr dann auf die nächste Folge quasi drücken könnt. Und würde mich mal freuen, wenn ihr sagt, so, hey, coole Musik oder so oder coole Idee. Oder hey, das könntest du noch anders machen, dann wäre das vielleicht noch besser. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, wenn ich da ein bisschen Feedback bekommen würde. So. Also so nebensächlich. Egal. So, ich habe wieder heute, also ich labe immer so richtig komisches Zeug, manchmal wie ein Hexit. Manchmal bin ich so viel alleine hier mit mir selbst Zeit verbringen. So, hier auch nochmal dran. Und ich habe wieder unsymmetrisch gebaut, habe ich das Gefühl. Jetzt nehme ich 1, 2. Warum sind hier dann mehr von diesen Zacken? Ne, ist jetzt nicht. Hier aber. Ja, aber hier sind es 3 und da sind es auch 3. Richtig seltsam. Ne, hier. Hab's Problem gefunden. Da sind es 2. Okay. Ist das dann so richtig oder was? Ne. Das hier weg. Das hier weg. So. Okay. Problem gelöst. So. Symmetrie in Minecraft fertiggestellt. Mission complete. Ja, egal. Ich wollte sowieso runter. Was ist das denn hier? Pfeil. Eine Lichterkette hier. Wahrscheinlich hat hier irgendjemand schon erkundet, wie es zur anderen Stadt geht. Lass ich mir erstmal so. Okay, cool. Okay, wir haben unsere Plattform gebaut. Die sieht jetzt sogar ganz schick aus. Bis auf dieses Holzstück, was da nichts zu suchen hat. So, die sieht ganz schick aus. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe das so vor, dass wir dann hier diese Türme quasi draus machen. Und sich diese Lage voll blöd, dass dieser Baum da so weit unten ist und der so hoch ist. Ich will das dann noch mit der Burgmauer machen. Wir werden hier ein bisschen terraformen müssen, glaube ich. Egal. So, dann habe ich das zumindest schon mal geschafft in der Folge. Und dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Und schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei, was die so treiben hier im Projekt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt einen schönen Abend, schönen Tag, eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr wieder das nächste Video schaut.
Und bis dahin. Ciao. Euer Mystery.